Wir sind ja eigentlich immer noch in Ballermann-Stimmung. So sieht's nämlich aus. Denn es ist ja seit der letzten Sendung wirklich einiges passiert. Schaut mal, Magdeburger macht Diss-Track auf Halle und den HFC. Ja, zu Recht ein Applaus. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass Schlager als Diss-Track bezeichnet wird. Ja, die Hallenser, die fühlen sich sowieso immer auf den Schlips getreten. Ja, also. Ist auch lustig, ne? Eine Woche Arbeit, 3-Minuten-Song und Halle liegt in Trümmern. Also, ja. Aber unser stupider Text hat immerhin noch mehr Inhalt als die Hymne des HFC. Darauf Prost. Aber, liebe Hallenser, versprochen, in unserem nächsten musikalischen Meisterwerk schon wie die Rivalen von der Saale ein wenig. Die haben ja schon genug zu kämpfen. Und zwar damit. Schaut mal. Jugendkriminalität in Halle nimmt zu. Ja, gut, ich gebe zu, mit 14 war ich auch kein Heiliger. Ne? Ich habe Kaugummis geklaut, bin schwarz gefahren, die Fentanyl-Krise in den USA ausgelöst. Ich will nicht wissen, was du noch gemacht hast. Ja, Jugendsünden halt, also daher. Naja, aber es ist auch kein Wunder. Wer mehrere Stunden am Tag auf TikTok von Andrew Tate zugelabert wird, ne, der zieht halt irgendwann Justin aus der Parallelklasse die Elfbar ab. Muss ja, halt halt. Ist das, muss ja. Ja, da kann, glaube ich, nur noch einer helfen. Ich kann auch ganz anders. Ich habe euch gesagt, dass ich niemanden wehtun möchte. Und jetzt hört ihr runter von eurer Nummer hier. Ja, komm jetzt klar. Ich bin Detektiv und ich sorge jetzt hier für Ruhe. So ist das. Na wirklich. Wir schauen auf die nächste Meldung. Sarah Wagenknecht kündigt in Halle eine neue Partei an. Ja, da gibt es nur noch einen, der helfen kann. Carsten, bevor wir einmal über die Politik sprechen, was geht in dir vor, wenn du diese Aussagen hörst? Ihr seid das Allerletzte. Das Allerletzte? Ist ja ein Ding. Naja, ganz bescheiden nennt sich die Partei übrigens BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich habe eine Idee. Ja. Tim, du gründest eine Partei. Ja, nennst BTB, Tim, Bündnis. Tim, genau. Tim, nee, Tim Buchmann-Partei. Ja, die ja. TBP. Irgendwie. Kann man auch super aussprechen. So, naja. Pass auf. Und dann für alle Late-Night-Shows in offenen Kanälen, ja, sorgst du dafür, dass sie mal ein bisschen mehr Geld... Obwohl, nee, dann kriegt Marci Husen auch Geld. Ja, Hannover, nee, gut. Naja. Aber endlich gibt es auch eine Partei für die Rechten in der Linken und die Linken in der AfD. Also, Verschwörungstheoretiker, bleib mal dabei. Denn es gibt keine Beweise für Wolfsmenschen im Harz. Harz, das hast du gut ausgesprochen. Ja, ich wollte gerade sagen, was Betonung so alles ausmacht. Ne? Keine Beweise für Wolfsmenschen im Harz. Ja, in Magdeburg sieht das schon anders aus. Schaut mal. Ja, das ist mein kleines... Das war mir auch klar, dass du dich da rumtreibst. Ja, das ist auch mein kleines Geheimnis. Also zum Glück ist heute nicht Vollmond, ne? Denn nächsten Samstag ist wieder Familientreffen in Blankenburg. Freue ich mich schon drauf. Naja, wir machen weiter mit der Frage, wie es mit den Waffenverbotszonen in Sachsen-Anhalt weitergeht. Denn auch am Magdeburger Hauptbahnhof wurde die Waffenverbotszone gekippt. Ja, darf ich vorstellen? Das 9mm-Ticket, meine Damen und Herren. Mensch, was hast du da für ein Wummer? Ja, wenn ich das dabei habe, jagen mir auch 14-Jährige aus Halle keine Angst mehr ein. Also großartig. Insgesamt finde ich das gut. Ja, wir sehen ja auch schon in den USA, dass Waffen für mehr Sicherheit sorgen. Also toll. Naja, willkommen zur letzten Meldung. Ein Hubschrauber kreist über Magdeburg und sucht Person mit Waffe. Gut. Ich glaube, ja, die suchen dich. Das ist jetzt ein sehr schlechtes Beispiel. Naja, aber du, Benny. Ich muss schon sagen, für deinen Körper, weißt du, da bräuchte man auch einen Waffenschein. Da wären meine 9 mm gleich wieder ganz scharf. Ja, also, komm, hör auf, großartig. Hör auf die Zauber. Ja. Hey. Ich wollte noch was sagen, und zwar kommt ihr zum nächsten Video übrigens da lang und den YouTube-Kanal von uns könnt ihr da abonnieren. Also, irre. Ich bin noch mal kurz. Boah, nett hier.